Ah, sexy. Eine große Herausforderer-Kiste, noch Fledermäuse obendrauf. Sexy. Alright, willkommen zurück zu Clash Royale. Die Season ist vorbei. Und ja, ich weiß, die Season ist vor einer Woche vorbeigegangen. Aber ich bin aktuell noch im Urlaub. Oder ich bin aus dem Urlaub zurück. Und ich war im Urlaub. Ist aber egal. Ich weiß, dass dieses Video, was ich jetzt aufnehme, ziemlich spät rauskommt. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr ein paar Draft Chests genießen. Weil Zuschauer haben mir wieder Draft Chests gespendet. Ich habe mir einen gespendet. Das Season-Ziel ist eher so lala gewesen. Irgendwie war das komisch schwierig diesmal. Ist aber auch egal, ich habe diesmal auch nicht wirklich gepusht, hat da kein wirkliches Ziel oder keine Ambition. Aber dafür haben wir eine schöne goldene Draft Chest, die wir gerne aufmachen. Beste Truhe im Monat. Einmal im Monat, Zuschauer spendieren im Monat. Knall. Knall ist immer schön. Habe ich zwar schon auf Maximum Level, aber die Spenden, die Leute wollen es einfach immer gespendet haben. Ich muss das spenden. Eisgeist ist eher seltener. Und vor allen Dingen, wenn ich das Maximum habe, kriege ich auch ein bisschen Gold obendrauf. Alright, Valkyrie oder Rambok? Schwierig, Valkyrie. Rambok ist auch okay, aber ich will Valkyrie auf Level 10 pushen. Die hat jetzt schon mehr die Hälfte durch. Die hat 400 von 800. Sprich, wenn ich jetzt hochlevel, hat die 400 von 800. Von daher schon okay. Aber ein bisschen dauert es noch. Nächste Karte. Oh, Schnitzel oder Infernoturm? Auch ziemlich einfach Schnitzel Richtung Level 10. Pushen wir mal hoch. Auch der ist gut dabei, ne? Der ist auch gut dabei. Ich hätte mir zwar jetzt Giant 66 mal gewünscht, aber wir kriegen jetzt Legendary. Oh, 20 mal Golem. Sexy, sexy. Da brauche ich auch nicht lange zu überleben. Beide Karten super gut, aber Golem gewinnt bei mir eindeutig. Und somit schon zur Hälfte Level 7. Ich glaube, ich werde schneller Level 7 als Level 10 seltene Karten. Ohne Shit. Wenn es so weitergeht, kriege ich meine erste Level 7 epische Karten, bevor ich meine erste Level 10 seltene Karte habe. Und da stimmt was nicht. Epische müssten eigentlich langsamer leveln, aber seltene was? Geh mal weg mit deinem Testspiel. Aber egal, wir kriegen eine schöne Legendary. Und zwar Nachthexe oder Nachthexe. Was anderes wollen wir nicht. Obwohl, ein Kampfholz auf Level 3 würde auch nicht schlecht sein. Friedhof würde ich auch nicht nein sagen. Aktuell spiele ich gerne. Ist aber auch egal, wir nehmen alles. Wasserspiel dreht. Oh, es dreht doppelt. Ich liebe diese Animation, diese doppelte Animation. Ja, okay, Kampfholz wollte ich haben. Aber irgendwie ist die Auswahl kacke. Sparky fällt vollkommen raus. Kampfholz nehmen wir. Easy, ne? Damit haben wir das Ding auf Level 3. Nices Ding. Nicer. Und wir leveln das Ding auch gleich hoch. Lass uns das gleich hochleveln. Kriegen wir auch ein kleines Update-Video. 20.000 für ein Level 3 Holz, ey. Verdammt, das sind Kosten. Gib mir das. Ich update das Holz für 10 Euro in die Stunde. Ohne Scheiß. Ein paar bessere Stacheln dran und dann brauchst du nur 10 Euro bezahlen dafür. Da kriege ich in einer Stunde hin. Aber nein, dieser Abzockerladen, der will gleich 20.000 haben. Nur für ein Holz, was ein paar Stacheln dran hat. Ist ja klar. Ist ja klar. Aber gut. Mehr Schaden, einfach Barbaren schneller killen. Vielleicht auch ein paar Musketiere auf Level 11. Könnte auch One-Shotten, bin mir nicht so sicher. Aber wir haben noch ein paar Truhen. Geht mal weg mit euren Testspielen. So, Gold, Lakaien, Inferno, okay. Gold, Lakaien, Inferno, okay. Blastro-Kobold, oh, bald Level 10. Finde ich gut, finde ich gut. Dauert. Oh, noch ein einzigen, das ist hier genau bei 400. Also, 400 von 800, ne? Fledermäuse, bald Level 11, auch okay. Noch eine Silbertruhe, Gold, Heilung und Feuergeister. Alright. Was machen wir noch auf? Marov, weg. Ah ja, Clan-Truhe habe ich noch. Hier habe ich auch noch. Schon fast vergessen. Seht ihr, das meine ich mit Sepp. Sepp wird so gerne gehabt, das kriege ich innerhalb eines Tages weg. Die Leute wollen das alles haben. Alright, machen wir noch die Clan-Chests auf. Das wird schön. Und dann springen wir zur nächsten Draft-Chest. 1600 Gold, 10 Eisgeisties, 16 mal Feilies, Müllwerfer oben drauf. Die Kelly-Family. Ja, die kleine Kelly-Family. Ne? Das sind drei. Wieso flüchtet Lenny eigentlich immer wieder von den Skeletten? Verdammter Lenny. 112 mal Barbaren und wir haben bisher keine epische und keine seltene Karten, das heißt, wir kriegen auch keine Legendary, aber egal. Obendrauf kriegen wir noch zweimal Wut und haben wir schon seltene? Ne, wir haben keine seltene. Bitterriese, Bitterriese. Ah, oh, die Mülls, die beschissenste Karte, die man ziehen kann. Ich will Riese endlich auf Level 10 haben und der braucht noch 300. Ey, das dauert so ewig. Und wenn es so weitergeht, habe ich Golem echt bald auf Level 2. Level 7. Alright, Daumen hoch an mich für eine schöne Draft Chest und wir springen zum nächsten Spender. Nächster Spender ist Marcel, den hatten wir schon mal. Das war dieser Clan, der Ultra-Hype war, wo ich drin war. Auch der bietet mir eine Draft Chest an. Herausforderer 1, aber Draft Chest einmal im Monat, Leute. Ich nehme wirklich jede Draft Chest super gerne an. Das ist schon fast eine garantierte Spende, wenn ihr mir eine Draft Chest gibt. Nehme ich die immer gerne an und desto höher, desto besser natürlich. Ich meine, wenn ihr Ultimate Champion seid, ich bin euer bester Freund danach. Aber auch Grand Champion, ich habe noch keine Champions-Truhe aufgemacht. Das Höchste, was ich hatte, war mal das mit dem Hammer. Was war das? Meister 2? Meister 2 oder Meister 3?
Das war meine höchste Truhe, die ich bisher hatte. Abgesehen von einer Ultimate Champion, die man fürs Geld kaufen kann und nicht Free-to-Play, so wie hier. Deswegen klicken wir die an und machen eine schöne Free-to-Play-Kiste auf. 2000 Gold. Fledermäuse oder Bomber? Ich glaube, Fledermäuse hast du lieber. Da hast du schon fast 800 von. 39 Stück. Valkyrie oder Halszauber? Schwer zu sagen, ehrlich gesagt, aber ich würde Valkyrie empfehlen. Ist eigentlich besser. Tada! Legendary aus Herausforderer 1. Aus Herausforderer 1. Da ist die Chance... Ist okay. Die Chance ist okay, aber nicht geil. Was war das? 20% bei Herausforderer 1? Bin mir nicht sicher. Oder waren es vielleicht auch 15? Also ähnlich eigentlich wie eine Magical Chest. Etwas höher als eine Magical. Aber wir hatten Glück. Wir kriegen unsere zweite Legendäre aus der Draft Chest. Sprich, bisher hat jeder Draft Chest eine Legendäre ausgespuckt. Auch wenn es nur zwei waren. Wir nehmen 10 mal Scharfrichter. Brauchen wir auch nicht lange zu überlegen, ne? Wenn das Ding Level 6 wird, dann grinst dann noch mehr über beide Backen. Und jetzt kriegen wir die doppelte Spin-Animation. Dreh und Nachtexe. Schon wieder Sparky. Was ist heute mit Sparky los? Aber genieß mal Friedhof Level 3. Brauche ich auch nicht lange zu überlegen. Sparky mag ich, habe ich nichts gegen. Aber Friedhof Level 3 ist einfach so... Oh, vielleicht hätte dir ja doch lieber Heilung gegeben sollen, statt Musketier, statt Valkyrie. Okay, schade. Okay, mein Fehler. Die fehlt nur ein bisschen Gold, um den 20.000, um diese neue Skelette zu produzieren. Auch schweineteuer. Mein Holz kostet 20.000 Gold, ey. Ohne Scheiß, gib mir den Job. Ich werde die Karten upgraden und das für 15 Euro die Stunde. Ja, ich habe den Preis hochgedreht. Alright, 100 Gold, Fledermäuse, die magst du ja sowieso anscheinend. Und abonniert. Stemplay, Doppelpunkt B. Zack. Das ist nicht Zen, oder? Ey, woher wissen die, dass ich online bin? Ey, stalken die mich? Stalken die mich? Wie haben die das rausgefunden? Okay. Okay. Die Nachrichten verschwinden schon. Zack. Bitte grüß Peter. Alter. Seht ihr, das meinte ich mit dem Clan. Das war dieser Clan ist mir echt in Erinnerung geblieben, weil die Leute mega hyped sind. Und das sind mega viele online, ey. 17 Leute. Als ob die nur auf mich... Alter. Marcel, nicht einloggen. Was ein Empfang. Ey, ohne Scheiße, das geht hier... Ey, das geht hier ab. Nicht mal in meinem eigenen Clan geht, rattert der Chat so schnell runter. Holy shit. Das ist fast schon mein zweiter... Ich mache das noch zu meinem dritten Community-Clan, wenn es so weitergeht. Ich adoptiere euch, Kinders. Habt ihr keinen Papa? Ich adoptiere euch. Nein, lassen wir das. Was hast du hier noch? Oh, sexy. Oh, sexy. Eine große Herausforderer-Kiste. Noch Fledermäuse obendrauf. Sexy. Sexy Pack-Opening. Nicht nur Draft Chest. Marcel gehört schon fast zum einen meiner Lieblingsspender. Fast. Es gibt noch den Lennox. Der Lennox haut auch immer wieder gut raus. Aber so langsam knallt. Ja, so langsam knallt. Aber so langsam kriegt man so ein bisschen Favoritenspender rein. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Draft Chest. Jeden Monat nehme ich echt gerne an. Auch die höheren. Schade nur, dass es immer so selten ist. Und es ist auch viel Geduld hier nötig. Die Leute wollen natürlich weiterspielen, aber müssen immer warten, bis ich aufnehme. Da muss man ein paar Tage Geduld mitbringen. Im besten Fall noch am selben Tag, aber ich kann meistens nur abends aufnehmen. Aber ist auch egal, wir machen weiter mit dem Pack-Opening. Hallo YouTube, die Leute sind super hyped. Okay, Clan-Truhe, 1600 Gold. 14 Mal Müllwerfer muss dabei sein, Ritter auch nicht schlecht, Kanone ist okay, Feuergeister. Oh, richtig Legendary, Leute, oder richtig Legendaries. Wir haben jetzt schon zwei Skeletten, das heißt, es kann jetzt nur noch seltene werden und danach muss es Legendary Funkel, oder? Legendary! Nummer 2 für Marcel. 27 Mal Grabsteine, nice Ding. Scheiß auf die Grabsteine, wir kriegen eine schöne Legendary. Ah. Es ist so phänomenal, es ist so phänomenal. Es ist so schön im neuen Monat eure Kisten aufzumachen. Deswegen liebt dieses Format. Dankeschön an euch und wir sind total hyped darauf und lassen das Ding mal ordentlich drehen und daraus kriegen wir die Nachthexe und dann ist er glücklich und ich bin glücklich und... Kampfholz! Legendary! Warum ich gerade so ein bisschen nachdenklich wurde, auf meinem Account habe ich ein Kampfholz bekommen und Sparky... Bei Marcel haben wir in der Auswahltruhe Sparky gehabt und jetzt kommt das Kampfholz nachträglich noch hinterher, neben dem Friedhof. Aber egal, einfach mal Kampfholz aus der Dingenskirche, ne? Ja, schon tausendmal YouTube grüßen, okay, ihr wisst Bescheid. Schreibt doch mal zurück, hallo an die Clash Gods. Da sind noch übrigens 3 Plätze frei, wenn ihr 3400 Trophäen habt, könnt ihr natürlich rein. Wenn nicht schlecht, oh, was machen wir als nächstes auf? Riesentruhe, Kronentruhe, Kronentruhe, zack, 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 zack. Oh, da waren Fledermäuse dabei. Und ach mal, Riese. Riese geht immer. Fledermäuse geht auch immer. Riesentruge, da haben wir noch oben drauf. Jetzt haben wir hier 800 Gold. 6-mal Heilung. 21-mal Blastro-Kobold. 30. Wow. Ganz schön viele seltene, oder? Ganz schön viel. 30 Dinger, da waren 35. 30-mal Magier. Und jetzt noch 180-mal Fledermäuse. Und alles ist gut. Wisst ihr, das sind fast so viele Fledermäuse wie bei diesem Sonderangebot. Bei dem Sonderangebot musste man einen Mega-Bonus haben.
um Fledermäuse zu kriegen, 230 Fledermäuse zu kriegen. Und eine stinknormale Riesentruhe spuckt auch 230 raus. Was ist dann ein Mega-Bonus, wenn man genauso viele Fledermäuse kriegt wie eine stinknormale Riesentruhe? Supercell mit ihren Sonderangeboten haben echt manchmal irgendwelche Öffnungen offen. Wisst ihr Bescheid? Alter, der Chat geht ab. Der Chat geht ab. Also ich weiß nicht, was dieser Clan für Drogen nimmt, aber die gibt's mir. Ich dachte, ich wäre ja schon aufgedreht, aber die sind noch aufgedrehter. Das ist ein Clan, die dreht am Däumchen. Okay, machen wir die Magietruhe auf, haben wir das Ding hier hinter uns. 1200 Gold, 8 mal Fledermäuse, fast Level 10, nicht schlecht. 27 mal Pfeile, 8 mal Heilung. Das ist quasi die Entschädigung dafür, dass ich das in der Auswahltruhe hier aufgemacht. Müllwerfer ist heute im Sonderangebot, gibt's jede Truhe. 16 mal Grabstein, 2 mal Okay, es gibt noch eine Karte, die mehr wert ist als 2 mal Prinz. Ich hatte schon echt leiseste Hoffnung auf eine Legendary, aber das ist 2 mal Tornado. Ja, schade. Aber 2 epische, 2 mal Prinz, 2 mal Tornado. Kann man immer nehmen, aber ich bin gehypt auf diese Truhe hier. Ich bin gehypt auf die hier. 11.000 Gold, 500 Karten. Fast so gut wie eine Super Magical, ne? Ist fast genauso gut wie eine Super Magical. 11.000 Gold. Ich finde die sogar besser wegen dem höheren Goldanzahl und den höheren Kartenanzahlen. Einmal Bombenturm, lahm. 41 mal Sperrkobold, lahm. 45 mal Lakaien Horde, ganz okay. 7 mal Blasrohrkobold, auch okay. 106 mal Tesla, okay. Eisgeist, auch okay. Skelette, auch okay. Und Musketieren, mehr als okay. Und 6 mal Skelettarmee. Hätte besser sein können. Ehrlich gesagt, hätte besser sein können. Wir haben Bombenturm und Tesla ist vielleicht nicht so die beste Karte. Eisgeist und Skelette ist, was leveltechnisch angeht, auch nicht die heißeste Nummer. Musketieren ist okay. Sperrkobold, ein bisschen enttäuschend, aber ich war hype drauf. Ich war hype drauf. Okay, ich glaube, ich habe alles, ne? Wir haben die Clan-Truhe, 2 Legendaries für Marcel und wir springen zum nächsten Spender und hinterlassen ihm natürlich einen schönen Daumen für die Draft-Chest. Der nächste Spender ist schon wieder Jojo. Den hatten wir, glaube ich, letzte Woche, je nachdem, wann dieses Video rauskommt und wann das letzte Video rauskam und so weiter. Ist ein bisschen mal alles kompliziert, ist nicht alles chronologisch. Aber auch der hat eine Draft-Chest, Herausforderer 1, die funkelt schön. Ne, warte mal, das ist eine Herausforderer 2. Seine Punktezahl am Ende waren 4000, aber das ist Herausforderer 2. Das heißt, es ist das mit dem silbernen Schwert und das heißt, sie ist auch noch mal ein Stückchen besser. Und wir hoffen einfach auf Legendary, drücken die Daumen, kriegen erstmal unser Goldpäckchen. Fledermäuse oder Pfeile? Du hast 5000 Pfeile? Ey, wie machst du das? Du bist doch der Typ, wo ich die Elite-Barbaren zum ersten Mal auf Maximum Level gebracht habe. Und jetzt hast du noch Pfeile? Gönn dir die Fledermäuse. Pfeile hast du eh Maximum Level. Tada! Okay, seltene Mini-Päcker oder Musketieren? Musketieren scheinst du überhaupt null Fan von zu sein, oder? Gut, kriegst du Mini-Päcker. Ich gehe ja immer so ein bisschen danach, was ihr gelevelt habt, welche Karten und so weiter ihr lieber mögt. Und anscheinend hat er die Musketiere überhaupt nicht lieb. Legendary! Ja, das war der seltsamste Jubelschrei, den ich hier rausgebracht habe. Aber vielleicht geht's in die Geschichte ein oder vielleicht macht jemand einen Remix draus, würde mich hypen. Frost oder Blitz? Frost hast du sogar mehr gelevelt als Blitz. Kriegst du trotzdem Blitz? Ist mir egal. Nimm den Blitz, mach den auf Level 6. Ist so schlecht ist die Karte nicht. Die Meta lässt es zu. Die Meta lässt es zu, aber... Dritte Legendary in Reihenfolge außer Draft Chess, finde ich gut. Und es wird ein schöner Legendary. Sparky oder Kampfholz? Sparky oder Kampfholz? Bam! Schon wieder Sparky! Der dritte Sparky. Ey, heute ist Sparky-Tag oder so. Irgendwo ist auf dem Kalender in der großen Schaltzentrale, da wo auch Michael sieht. Ihr erinnert euch, ich habe euch schon von Michael erzählt, aus der Superzellzentrale. Hallo Michael, wenn du zuguckst. Irgendwo da hängt ein Kalender dran und da steht, bam, am Juli ist Sparky-Tag. Da, wo Stanny den Truhe aufmacht. Und zwischendurch kriegst du vielleicht auch noch andere Legendary, aber auf jeden Fall Sparky. Und das dreimal hintereinander. Gut, dass wir auswählen können. Das ist ja das Geile an der Draft-Chest, ne? Ganz klar, meiner. Brauchen wir gar nicht lange zu überlegen. Level 2, damit kannst du den hochleveln, warum nicht? Machen noch ein paar Gratis-Ruhen aus, Fledermäuse, oben drauf. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Rambock, okay, 3 mal Goldruhen, okay, machen wir die noch auch ganz jux auf. Zack, Kobolde, Bombenturm. Ist das eine Kobold-Truhe gewesen? Guckt euch das an, alle Kobold-Karten, die man kriegen kann. Hätte noch Kobold fast gefehlt so. Alright, noch eine Goldruhe. Gold, 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 Gold und Gold. Müllwerfer ist heute auch. Auf dem großen Kalender, von dem ich euch gerade erzählt habe, steht Sparky und Müllwerfer direkt nebeneinander. Das sind die zwei Karten, die anscheinend immer bekommt. Egal, können wir nichts machen. Michael ist halt, die Wege des Michaels sind unergründlich. Der tausende Hebel und der schaltet immer. Egal, ob ihr verliert, ob ihr gewinnt, welche Karte ihr zieht. Michael hat alles unter Kontrolle. Verscherzt es euch nicht mit Michael. Der macht euch das Leben schwer, wenn ihr es macht. Okay. Clan-Truhe hat er noch. Duo-Herausforderung hat er auch. Noch mit einer Magical-Truhe. Oh ja. Oh ja, gefällt mir. Jojo hat schon wieder auf die Schnelle eigentlich ein ziemlich cooles Paket zusammengekratzt. Knall, 15 Mal, das wir gerade gespendet haben. Fledermäuse, hast du immer noch Level... Seht ihr? Heute ist echt Minenwerfer-Tag. Aus welchen Truhen habe ich schon alles Minenwerfer bekommen heute? Und Heilung ist auch immer wieder dabei.
8 Stück obendrauf. Alright, kriegen wir noch eine Riesentruhe, dann haben wir alle glücklich hier. Haben wir alle glücklich. 52 mal Fledermäuse ist quasi obligatorisch, ist immer dabei. Es ist halt immer so bei einer gewöhnlichen Karte. Wenn die neu rauskommen, die kriegt ihr immer. Und das für Monate, bis die eine vom Level aufholen. So ungefähr Level 11, Level 12, dann wird es weniger. Also die Anzahl der Karten. Was ist das ungefähr? Was braucht ihr da? 1500 Karten? Dann ungefähr seid ihr gleich auch mit euren Karten und dann beruhigt sich das auch ein bisschen. Egal, Musketieren und Eisgeist 177 Mal und auch das ist, scheint heute im Sonderangebot zu sein. Das ist schon dieses dritte Mal oder so. Schade, schade, schade. Abonniert! Abonniert Stemplay, Doppelpunkt B. Tradition muss sein, die Tradition wird nicht gebrochen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, ne? Es gibt's doch nicht! Es gibt's doch nicht! Drei unterschiedliche Leute mache ich auf und überall kommt Müllwerfer raus! Es gibt's nicht! Heute ist echt, ohne Scheiß, Sparky und Müllwerfer. Michael hat die Hebel gelegt, der hat sich zurückgelegt und ist in die Kaffeepause gegangen. Und bis er die Schalter nicht umlegt für neue Karten, werden wir immer wieder die ziehen. Und achtmal Barbarenhütte, neunmal Megalakain, zehnmal Inferno, eine Hüttenkiste, schon wieder Koboldgang. Kein Legendary, schade, aber 130 mal Tesla und Golem! Jetzt ist das Kobold fast draußen. Du hättest in der geilen Goldruhe rauskommen müssen. Dann wäre es perfekt gewesen. Aber nein. Aber nein. Hab schon. Hör auf für Schleichwerdung, mein Lieber. Seht ihr, die sind nicht so hyped. Aber trotzdem ganz cool. Die sind aktiv. Der Clan heißt aktiv. Und der Clan ist voll. Na gut. So ist Jojo ist der Anführer. Na, machen wir noch die mal hier Magical Truhe Chest auf, die er hier uns anbietet. Wir kriegen 1200 Gold. 5-mal Ritter, 13-mal Lakaien, 13-mal Barbies, 30-mal Stinker, 33... Ey, das geht, nein, das akzeptiere ich jetzt echt nicht. Ich schieb ja hier viel auf Glück in diesem Spiel, ne? Aber das kann kein Zufall sein, dass wir so viele Müllwerfer kriegen hier. Das ist unglaublich. Wieso können das nicht Legendary sein, die hier rauskommen, hä? Wieso kann das nicht eine Legendary nach der anderen sein? Aber nein, ja, du kriegst einen Riesen. Aber immer wieder dieser Müllwerfer dabei. Das ist doch unglaublich, das ist kein Zufall. Michael, komm aus der Pause zurück und leg die Schalter um, damit wir neue Karten ziehen. Tada, 4-mal GF. Das ist okay. Kann man nicht nein sagen. Gift ist immer wieder praktisch. Oh, Turnierkiste hat er auch noch. Ey, die kratzen zusammen. Die kratzen zusammen. Zack. 6-mal Tesla. Nee, ich höre auf, Leute. Ich gehe nach Hause. Ganz vergessen, ich bin ja schon zu Hause. Okay. Nee, das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Das ist verhext. Ich kriege so viele Müllwerfer. Anstatt dass die Fledermäuse die ganze Zeit rauskommen, kriegen wir die ganze Zeit Müllwerfer. Machen wir noch die Duo-Herausforderungskiste auf. Und wer wettet auf Müllwerfer? 20-mal Knall, 24-mal Kobold, 5-mal Heilung und einmal Babydrache. Hey, eine Truhe mal um den Müllwerfer. Hey, das gibt's nicht. Hey, Eismagier kannst du hochleveln. Das ist nice. Kostet 20.000, ne? Schweineteure Upgrades sind das. Somit haben wir auch noch unsere dritte Auswahltruhe fertig. Hinterlassen Daumen hoch an. Jojo, Dankeschön für deine Truhen. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir 1000 Müllwerfer bekommen haben. Und wir springen zum nächsten Spender. Mini-Spende von meinem zweiten Account. Deswegen klicken wir ganz schnell durch. Zack, zack, zack. Wenn wir Glück haben, kriegen wir eine Legendary. Wenn wir kein Glück haben, kriegen wir nochmal Müllwerfer oben drauf. Ist ja sowieso gerade im Sonderangebot. Ne? Gold, Luckys, Koboldis, Hütte, Ritter. Passt. Aber ja, eine Glantruhe habe ich auch noch. Ich kann ein bisschen spenden und anfragen. Das Anfragen sollte ich sowieso öfters machen. Mache ich viel zu selten. Und wir kriegen 1600 Gold. 7-mal Sperrkobolde. Ich sag da nichts mehr zu. Ihr seht's, ihr habt's live auf Band, Leute. Ihr habt's echt live auf Band. 40-mal Lakaien. 12-mal 3 Muskis. 15-mal Magier. Schade, keine Legendary. Aber Level 9 Kobolde. Und 3-mal Klozauber obendrauf. Sag ich nicht nein. Ist gut. Nehmen wir. Fertig mit mir? Ab zum nächsten Spender.